Hello, willkommen zurück hier zu Hogwarts Legacy. Nachdem wir das letzte Mal hier Ja, du den bist ja Kartenraum wirklich gefunden hatten, sind wir zurück in Hogwarts. Und ja, ich würde allerdings auch sagen, bevor wir irgendwo anders hingehen, gehen wir erstmal Sachen verkaufen, ne? Ich würde jetzt auch einfach wieder derzeit nicht verfügbar. Okay, wir sind scheinbar noch in irgendeiner Quest drin. Also wir sind doch noch in der Kartenkammer. Ich dachte, wir sind jetzt in Hogwarts. Ich bin wieder in Hogwarts? Ja, weiß ich Wann doch. Professor Fig wohl zurückkommt? Ich habe ihm versprochen, dass ich meine Studien nicht vernachlässige. Ich habe wohl genug, um mich abzulenken, bis er mit dem Buch zurückkommt. Okay. Also ich kann jetzt hier. Okay, das sieht man jetzt gar nicht. Ich kann jetzt hier immer umswitchen zwischen zwei verschiedenen. Dann kann ich jetzt insgesamt acht. Ah, guck mal hier. Kann ich direkt zwei tragen? Ja, direkt voll. War ja klar. Dann würde ich vielleicht hier so Lumos und Reparo und sowas auf den zweiten Turm, Sachen, die Sie ich nicht so müssen oft benutze. Depulso lernen, den Verscheucherzauber. Damit können Sie Objekte oder Gegner wegstoßen. Erledigen Sie die erforderlichen Aufgaben und suchen Sie mich in meinem Klassenzimmer auf. Jetzt lernen wir schon vom Zaubertranklehrer irgendwelche Zaubersprüche. Was wir noch wegschmeißen? Ja, die Brille haben wir jetzt doppelt, ne? Ich würde halt die Brille gerne behalten, weil das ist die einzige, die halbwegs normal aussieht. Obwohl, da kann man auch genauso gut keine Brille tragen. Ja, komm, ich schmeiß die mal weg hier. Dann nehmen wir das noch mit. Wo bin ich denn jetzt hier in Hogwarts überhaupt? Es sieht aus wie ein Film, ne? Es ist unfassbar. Ja, wir brauchen auf jeden Fall auch hier den Schlösserknack-Zauber. Alohomora. Ach, hier ist nochmal für so einen fliegenden Schlüssel. Der muss ja hier irgendwo sein. Der muss uns ja hier hinführen. Da ist er ja. Ich weiß schon, wo der hinfliegt. Hier müssen wir erstmal warten, bis der hier ankommt. Muss einfach nur warten. Großartig. Zack. Der Dachs. Okay, dann würde ich mich jetzt aber mal. Kann ich mich jetzt dahin teleportieren? Ja. Hier ist ja der. Dann gehe ich mal hier hin diesmal. Also bei Merlins Prüfung gibt es scheinbar mehr Slotplätze. Vielleicht machen wir diese Folge einfach mal so ein bisschen Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? so Nebenquests, ne? Dass wir so Sachen suchen. Was ist das denn? Bei Merlins Bad. Ich höre die ganze Zeit irgendwas glitzern und. Oh, was ist das denn hier? Hier waren wir noch gar nicht. Ach cool, das ist kostenlos, das Essen hier. Den kenne ich ja gar nicht, den Laden hier. Ist das der Honigtopf? Honeydukes. Das ist bestimmt der Honigtopf. Oh, was habe ich da? Revelio. Zischende Wispies. Bei diesen köstlichen Süßigkeiten handelt es sich um kleine Brausekugeln, die nach dem Verzehr einige Zentimeter über dem Boden schweben lassen. Gerüchten zufolge halten sie Billywigs Stacheln. Okay, da scheint auch noch was versteckt zu sein. Ich wollte ja eigentlich was verkaufen, ne? Wer wohnt denn hier?
Ja, ich bin voll, Leute. Ich bin voll. Ich kann auch nichts mehr tragen. Warum ist es denn so schwer? Hier ist wieder Ollivander. Dervish und Banes. Oh, Hallöchen. Mit dem kann ich aber auch nicht reden, ne? Was macht er denn da? Das wie ein Mikroskop. Hier ist einfach, hier sind noch mehr Truhen überall. Hier war ich scheinbar schon mal. Wo ist denn jetzt der nächste Laden? Das ist Wiesenknecht. Olivander. Da kann man auf jeden Fall was verkaufen. Da gehen wir mal hin. Wäre auch gelacht. Hier gibt es bestimmt noch andere Orte, wo man sich direkt hin teleportieren kann, um Sachen zu verkaufen. Hereinspaziert, Heiltränke sind unsere Spezialität. Das haben wir gar nicht gefunden das letzte Mal. J. Pippins Zaubertränke, gegründet 1753, ist die Apotheke in Hogsmeade. Der Inhaber Perry Pippin eine große Auswahl an Zaubertränken und deren Zutaten verkauft. Das wissen wir doch. Wie kann ich heute behilflich sein? Moment, ich würde vielleicht jetzt erst nochmal gucken, ob wir wirklich auch alles anhaben. Die können verkaufen. Die Brille. Ja komm, dann verkaufen wir die Brille. Somit müssen wir die Maske nicht mehr tragen. Das ist auch der beste Hut, den wir hier anhaben. Und der beste Schal. Was haben wir hier noch? Der sieht auch so Quidditch-mäßig aus, ne? Ja. Moment mal. Der hat weniger, aber der hat gleich viel. Außergewöhnlich. Da steht auch noch so, Verbesserung nicht möglich. Also man kann die scheinbar auch noch verbessern, die Sachen. Hier hätten wir noch einen Schlafanzug. Den können wir noch nicht anziehen. Okay, komm, dann verkaufen wir jetzt mal alles. Ja, komm, ganz rigoros alles. Dann haben wir ganz viel Geld. Schlafanzug. Ja. Den können wir mal behalten. Ich meine, wir finden eh wieder bessere Sachen, ne? Fokustrank. Ja, hier würde ich jetzt nichts kaufen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Schaffe und teste einen Fokustrank. Maxima und Erdos, sind das auf? Haben wir alles, was das Schülerherz begehrt. Sind das Aufgaben, die wir hier haben? So Nebenquest-mäßig, ne? Professor Sharps Aufgabe. Okay, das passt ja gut. Wir sind ja eh gerade hier. Das habe ich natürlich vergessen, welche Tränke das waren. Der Fokustrank auf jeden Fall. Und was ist der Maxima? Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Fokustrank, Maxima und Erdrus. Wie kann ich heute behilflich sein? Hier steht jetzt allerdings nicht, ob man den schon hat. Na, ich würde die ehrlich gesagt auch lieber selber brauen, anstatt die hier fertig zu kaufen. Komm, wir kaufen lieber die Rezepte dafür. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. So, jetzt haben wir noch 1500. Können wir einen von beiden kaufen. Ich meine, Unsichtbarkeitsdrang, wir können uns ja eh unsichtbar machen. Wir müssen natürlich jetzt wissen, was man für Zutaten braucht. Und dann würde ich eventuell noch die Zutaten dafür kaufen. Wo sind jetzt die Werkzeuge?
Ja, wo sind die Rezepte? Tierwesen, Besen, Zutaten, Beschwörungen, Zauberstabköpfe, Eigenschaften. Nö, Talente nicht, Inventar nicht. Da gibt's hier die. Wir müssten vielleicht nochmal zum Zaubertrankraum gehen. Neuen Gegenstand freigeschaltet. So, wo ist denn der? Der ist doch Astronomieflügel. Künste, Verwandlung. Weil hier steht auch nur, dass er hier steht immer noch nicht, was er unterrichtet, ne? Ach guck mal, Zaubertränke ist hier im Bibliotheksanbau. Da ist, glaube ich, der einzige Ort, wo wir Zaubertränke herstellen können, ne? Ich meine, wenn wir jetzt da bei dem noch einen Zauber lernen, können wir eigentlich direkt auch machen, ne? Vielleicht. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Ja, jetzt bin ich natürlich lost. Wo ist denn der Zaubertrank? Hier. Hier können wir das machen. Eier. Blutigelsaft. Wir brauchen ganz viele Sachen sogar. Flusskram, das ist bestimmt am Fluss. Blutegel ist auch so ein Wasser bestimmt. Und die Eier, Tablätter. Okay. Ist er da? Ja. Kannst du uns nicht noch was geben? Sir, warum sollte ich diese Aufgaben abschließen? Professor Weasley bat uns, Zeit zu investieren, damit Sie zu Ihren Mitschülern aufschließen können. Und bevor ich Ihnen Depulso beibringe, muss ich wissen, dass Sie damit umgehen können. Natürlich. Mal gucken, das ist schon wieder eine Seite. Professor Sharps Aurorenabzeichen. Die Auroren bilden die magische Strafverfolgungsbehörde des Ministeriums und schützen die Welt der Zauberei vor allen möglichen Bedrohungen, insbesondere vor deren, die von der schwarzen Magie ausgehen. Dieses Aurorenabzeichen gehört Professor Sharp. Kann man sich doch mal ausleihen. Hat der jetzt sein Büro abgeschlossen? Okay, das muss ich mir aber jetzt mal merken, was wir hier brauchen. Also wir brauchen die Eier, Blutegel und Fluss. Da kann man sich eigentlich direkt wieder nach Hogsmeade teleportieren, ne? Und die Sachen da holen. Ist das hier? Ja. Das ist ja praktisch, dass da direkt ein Wegpunkt ist, ne? Dann kann man sich echt immer dahin teleportieren. Auf geht's nach Hogsmeade. Ja. Wo ist denn der Eingang? Ja. Hallo! Sie sind also auf der Suche nach Tränken, ja? Red immer das Gleiche. So, also hier die Eier, nehmen wir mal eins mit. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Aber hier dieses andere. Doch, davon brauchen wir eins. Aber das andere haben wir nicht. Das andere hat er nicht. Kann man nicht hier auch was brauen? Das ist doch Quatsch. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Der hat doch hier einen Topf. Das ist ja Quatsch. Er hat so viele Töpfe hier, kann er nicht mal einen mich benutzen lassen. Wie kann ich heute behilflich sein? Ja komm, ich kaufe jetzt hier das Donnergebräu, noch Schadenstrank. Eine weise Entscheidung, vielen Dank. Müssen wir die anderen Zutaten halt irgendwo finden, ne? So, was ist denn der Stern hier? Eberkopf. Hölzern Schriftrollen. Altena. Magische Rübe.
Ja. Sieht man denn hier auf der Weltkarte auch noch so Aufgaben, die man hat? Knuddelmuffbau, Handbuchseiten, Spinnenversteck. Ah, dann kann man quasi immer wieder da hingehen, um so Spinnen zu holen. Ja, ist ja echt noch riesig hier, ne? Boah, es geht ja immer weiter. Das ist ja die Ländereien hier sind riesig. Okay. Prüfung Merlins. Da könnten wir mal hin. Die wollten wir doch mal machen. Hier als Wegpunkt. Teleportieren wir uns hier hin. Dann können wir mehr tragen. Man kann hier bestimmt unnormal viele Nebenaufgaben noch machen, neben der Hauptstory. Was haben Sie jetzt vor? Aber ich denke mal auch, dass wenn man die Hauptstory macht, die meisten Sachen freischaltet. Dieser Ort hat zum Beispiel schon bessere Tage gesehen. Wie zum Beispiel ein Besen und sowas. Das wäre ja schon sehr gut, ein Besen zu haben, hier rumzufliegen. Hätte ich Bock drauf. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Da ist so Wind drin. Das war jetzt so voller Deny-Sound. Legioso! Ach hier! Da geht kurz das Licht aus. Incendio! Ach hier! Ja. Ach, hier ist auch noch einer. Incendio! Ach hier! Vielleicht haben wir noch nicht den richtigen Zauber dafür. Der einzige, der was macht, ist Akio. Ich dachte jetzt vielleicht irgendeine Reihenfolge oder so. Aber wenn das einfach nur irgendein Zauber ist, ist ja auch läppisch, ne? Oder vielleicht eine Reihenfolge? Nee, die werden alle sofort. Dass sie sich zurückverwandeln. Also ich habe jetzt keine schlaue Idee. Rebellion. Da liegt doch irgendwas. Aber es ist bestimmt kein Hinweis. Was ist das? Ach, das sind Eier. Können wir nicht mitnehmen? Ach hier. Kann ich da nicht hin? Das ist eine unsichtbare Wand. Ja, da scheint es auch irgendwie. Da ist ein unsichtbarer Wald. Ja, ich meine, das Spiel ist auch gerade erst draußen. Das kann sein, dass es halt hier ein Bug ist, ne? Mit den Eiern da. Und hier kann es sein, dass uns da noch ein Zauber fehlt. Was ist das denn hier? Ich kann ja mal hier den zweiten Slot auswählen. Dann mache ich mal hier Lumos. Reparo. Den Delusionierungszauber. Vada Kedavra können wir sogar zaubern. Ist das nicht verboten? Ruzio, Imperio. Wir können die ganzen verbotenen Flüche hier scheinbar auch lernen. Kommen wir dafür nicht nach Azkaban? Reparo. Lumos. Nee, also. Ich weiß es nicht. Der Reparo ist jetzt nicht so schlau.
ja blöd hier im Wasser, ne? Sehr gut, die hängen hier irgendwie fest. Ich habe hier noch so Zusatzaufgaben. Muss ich vielleicht die Attack machen während der... Ah, okay. Jetzt haben wir es geschafft. Dann gibt es scheinbar immer so zusätzliche Aufgaben. Oh, das schwimmt sogar weg. Hier wollte ich eigentlich mal gucken, was hier noch ist. Kann man aber scheinbar nichts mitnehmen. Ja, man kann echt hier einfach in jede Richtung irgendwie laufen und was erkunden, ne? Hier ist manchmal auch wieder eine Kiste. Führen alle Wege nach Hogsmeade. Okay. Moment, das ist doch eine Seite. Ja, ich wollte mich gerade nur unsichtbar machen. Weil da oben ist so eine Kiste. Die darf uns nicht sehen. 500 Gold. Dass die immer so wimmert, das tut mir dann immer voll leid. Ich fühle mich halt wie so ein Dieb dann. Was ist das denn hier für ein Laden? Nur hereinspaziert, aber Vorsicht, wir wollen... Hallöchen. Hallo. Oh, hallo. Verzeihung, ich bin etwas durcheinander. Wie sieht tot aus? Innerlich tot. Das kommt wohl davon, wenn man mehr als 4 in einen Topf setzt. Ach ja. Beatrice Green, der Name. Ach, Beatrice Green. Aber Sie dürfen mich Madame Green nennen. Willkommen bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Stoßen Sie die Alraunen nicht an. Wenn es nicht ständig Bedarf an Gegengiften gäbe, müsste ich nicht so viele von den süßen Kleinen führen. Außer natürlich für Flüche und, nun ja, wenn sie versteinert wurden, sind sie natürlich auch richtig. Stoßen Sie bloß nicht die Alraunen an. Bei einer Entwurzelung fallen Sie als nächstes tot um und ich bin nicht in Stimmung, das aufzuräumen. Okay. Guck mal, was sie hat. Was verkaufen Sie hier? Na dann, schauen wir doch mal, was ich im Sortiment habe. Eine Alraune. Und den Kaukohl. Dünger? Ach, hier kann man Samen kaufen. Okay. Aber wir haben natürlich jetzt kein Geld mehr. Meine Tür steht immer offen. Können wir uns auch mal den Schlafanzug anziehen? Ist auch schon spät. Was ist er denn hier, ne? Outfit. Ach, herrlich. Ja, da sind unsere Freunde bestimmt beeindruckt, wenn sie das sehen. Oh, da ist noch so ein... Dass die Leute das nicht stört, dass man hier Diebe klaut. Jetzt haben wir auch ordentlich Geld hier bekommen. Ich meine, wir könnten die Samen jetzt kaufen. Oh, sieh an. Haben Sie sich für mich herausgeputzt? Lumos. Okay, da ist ein Schornstein irgendwo, wo Qualm rauskommt. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ist das wahrscheinlich vielleicht hier oben? Das ist auch der Schornstein. Repar. Lumos. Doch... Lumos. Komm mit. So, dieser ikonische Lumos-Sound, ne? Willkommen, nur hereinspaziert. Oh, nicht so schnell. Seid ihr vorsichtig, wenn ihr Moser Tentakel habt. Jetzt haben wir auch schon relativ viele Seiten hier noch mitgefunden. Das ist schon krass. Jetzt ist es ja total nebelig. Ja. Ist schon ein sehr schön, das Spiel. Aber ich würde vielleicht
echt jetzt mal mit den Tränken gucken. Vielleicht kaufe ich die doch einfach. Jetzt habe ich wieder das falsche Set drin. Da fehlt jetzt nur noch eine einzige Seite hier. Ich sehe auch wieder eine Truhe, wo die wir unsichtbar sein müssen. Die holen wir uns jetzt, dann haben wir genug Geld. Da ist immer 500 Gold drin, ne? Ja, wenn man die Truhe... Ah, guck mal. Arsch. Ich bin jetzt immer hier vergesse ich rumzuswitchen. Da haben wir tatsächlich alle jetzt schon. Jetzt muss ich hier aber wieder... Genau, den hier machen. Auf geht's nach Hogsmeade. Es gibt mehr Seiten. Es gibt mehr Seiten, als man braucht. Sagte jemand, ich weiß, dass wir da nicht lang gehen sollen. Ich dachte nur, viel Ärger einhandeln können. Es tut mir leid. Okay. Sie sagte, ich könnte eine Belohnung verdienen. Doch ich habe nur unsere Zeit verschwendet. Da bist du ja. Super. Endlich habe ich genug für den Windhauch. Ah, es soll wohl nicht sein. Außerdem habe ich vielleicht einen Mülleimer umgeworfen. Schon gut, ich bring's in Ordnung. Wie immer. Okay. Ist doch noch eine Kiste. Hier kann man richtig absahen. Voller Schrocken. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Dann gibt's das quasi, wir haben jetzt quasi ein neues Level der Handlungszeiten erreicht. Der Honigtopf, ja. Das ist der Honigtopf. Der Süßwarenladen Honigtopf verkauft eine Vielzahl magischer Süßigkeiten. Von zischenden Wispies bis zu explodierenden Bonbons. Kunden sollten genau wissen, was für einen Effekt sie erwartet, bevor sie die Waren des Ladens probieren. Ja, nehmen wir natürlich auch mit. Es ist abgeschlossen. Ich wüsste jetzt auch nicht so aus dem Kopf, wo Ollivander ist. Müsste ich mir mal versuchen zu merken. Vielleicht. Hier habe ich noch was gesehen. Wasserquelle. Der kluge Reisende weiß, dass manche Brunnen mehr zu bieten haben als diese relativ unscheinbare Wasserquelle im Dorf Hogsmeade. Ja, da ist aber kein Secret oder so drin. Aber hier scheint es eine Nebenquest zu geben, oder? Wo sind wir denn hier gelandet? Sind das die drei Besen hier? Ja. Ach, das ist die Wirtin. Oder ist es ein Mann? Ich war doch immer so transgender, ne? Haben Sie etwas gesagt? Oh, hallo. Ich rede mit mir selbst. Ich bin Clementine. Willardsee. Freut mich. Ich habe über die Schmetterlinge in der Nähe des Waldrandes nachgedacht. Das mach ich immer, auch immer, wenn ich mich ihnen nähere, fliegen sie hinein. Als ich in Hogwarts war, war es uns wirklich verboten, den Wald zu betreten. Man erzählte schreckliche Geschichten darüber. Seitdem habe ich eine irrational starke Angst davor. Es ist albern, aber ich bin wirklich neugierig darauf, wo die Schmetterlinge im Wald hinfliegen. Kannst du das eventuell herausfinden? Ich soll ja, den Schmetterlingen folgen? Genau, wenn es dir nichts ausmacht. Ich überleg's mir, vielleicht. Also wenn ich Zeit finde, werde ich es versuchen. Oh, wie nett. Schüler haben heutzutage Scheiß. So viel mehr Mut, als ich jemals hatte. Normalerweise findest du mich hier in der Gegend. Bis bald, hoffe ich. Okay. Was sind noch die drei Wesen hier, oder? Die Schmetterlinge scheinen sich immer am Rande des verbotenen Waldes aufzuhalten. Viel Glück!
Wir müssen jetzt Schmetterlinge finden. Aber eigentlich wollte ich auch den Zaubertrank kaufen. Das sieht aus wie die, da steht ja auch. The Three Broomsticks. Ein bisschen orientieren. Ja, da ist Ollivander jetzt. Ne, Quatsch, Ollivander. Ollivander ist ja der Zauberstabverkäufer. Ist ja allerliebst hier. Das ist echt groß hier. Oxhead. Der Eberkopf. Hier waren wir auch schon mal drin. Den Laden haben wir schon komplett leer geplündert. Ja genau, da ist der... Ich bin irgendwie gerade ein bisschen verwirrt hier. Hereinspaziert, Heiltränke sind uns... So, ich guck nochmal nach den Aufträgen hier. Also wir brauchen... Ach, guck mal, hier fliegen. Das machen wir direkt danach. Fokustrank. Maxima und Erdus. Falls Sie welche brauchen. Kaufen die jetzt einfach. Komm. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Das war der letzte hier. Können wir noch was verkaufen? Den konnten wir verkaufen. Das ist ein bisschen blöd, dass man nicht sieht, was man schon alles hat, ne? Komm, ich kaufe das letzte Rezept auch, dann haben wir es hinter uns. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Ja, bis bald. So, ich würde jetzt aber wirklich mal gerne fliegen können. Das ist ja mega. Wo muss man denn da hin? Achso, ich kann ja auch direkt hier sagen, auf Karte finden. Ja, hier, wer hätte das gedacht. Los geht's. Puff, 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 puff. Ach, guck mal. Da sind noch diese drei Tore von Quidditch. Ja, komisch, dass kein Quidditch ist dieses Jahr, ne? Was meint ihr, wer fällt zuerst vom Besen? Alle nehmen sich einen Besen und dann fangen wir an. Ich bin mal gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Da kann schon jemand umgehen. Passen Sie bitte auf. Verzeihung, Madame Kogawa. Bitte begrüßen Sie alle nun den Neuzugang in unserem Flugunterricht. Willkommen. Hallo. Hallo. Hallöchen. Ziel ist es heute, Sie alle daran zu erinnern, wie Sie sicher mit dem Besen manövrieren. Denn in erster Linie ist der Besenflug ein Transportmittel. Ich fürchte allerdings, einige haben das vergessen. Sturzflüge, Rollen und Loopings werden in diesem Kurs nicht gelehrt und auch nicht toleriert. Das überlassen wir professionellen Quidditch-Spielern, wie den Toyohashi Tengu. Kein Fan, nehme ich an. Nun, dann wollen wir mal sehen, wie gut Sie alle in den Sommerferien geübt haben. Nur zu Ihrer Erinnerung... Treten Sie an den Besen heran, sagen Sie hoch, laut und deutlich, legen Sie Ihr Bein über ihn und lassen Sie Ihr Gewicht auf dem Sitz ruhen. Hoch! Danke. Los! Jetzt Sie! Hoch, hoch! Hoch, du dämlicher Schulbesen! Okay. Hoch! Wir sind in der 5. Klasse, können doch nicht fliegen. Das eine Bein links und das andere rechts. Ich will hier keinen Damensitz sehen. Da weht es Sie direkt vom Besen.
So, da am Sitz sind beide Beine auf einer Seite. Aber es gibt auch Zauberer, die das schon in der ersten Klasse können. Landen Sie auf der Stelle. Okay. Gut. Nun, als erste Lektion fliegen Sie durch alle Ringe im Innenhof. Aber Vorsicht! Muss ich mich erst mal gewöhnen. Die Besen sind Schuleigentum. Ich möchte sie in einem Stück zurückhaben. Ist ja nicht so schwer, ne? Gut gemacht. Da Sie sich nun an Ihren Besen gewöhnt haben, sehen wir mal, wie Sie eine eher fortgeschrittene Übung meistern. Bidim. Der nächste Satz Ringe führt Sie über das Gelände und fordert Sie etwas mehr. Diese Aussicht. Hallo, schöner Tag zum Fliegen. Die Steuerung habe ich noch nicht ganz gecheckt irgendwie, merke ich gerade. Das ist ein bisschen komisch, wie man fliegt. Ah, das alte Bootshaus. Ich wünschte, du hättest die Überquerung des Sees der Erstklässler erlebt. Das rechte Stick ist oben und unten und die Kamera. Und der linke Stick ist die Richtung von rechts und links. Wow, unser aquatischer Nachbar lässt sich auch ab und zu mal blicken. Jo. Und RT ist Gas geben, also schneller fliegen. Schneller kann man aber nicht fliegen. Das macht ziemlich Spaß. Das macht echt Spaß. Gut gemacht. Hast du kurz Zeit? Ja, klar. Was ist das denn jetzt wieder? Ich hab gesehen, wie du durch diese Ringe geflogen bist. Offenbar hältst du dich auf dem staubigen Schulbesen ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass du bereit für größere Herausforderungen bist. Ja. Aber ich bin zu voreilig. Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Everett Clopton. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ein Hufflepuff wie du an einer Spritztour in den Wolken interessiert wäre? Ja. Dem kann ich nicht widersprechen. Was schwebt dir vor? Einen kleinen Umweg sozusagen. Folge mir. Die Führung beginnt in Kürze. Bitte mir nach. Gerade fliegen wir direkt über den Verwandlungshof. Wie immer malerisch. Die Musik geht ja ab. Hoffentlich bringt der Schulleiter seinen Tee heute nicht am Fenster. Ja, super. Da sind die Gärten. Die Fenster des Hufflepuff-Gemeinschaftsraums sind gerade so zu sehen. Ich bräuchte ja mehr Platz. Wie kann Everett so schnell fliegen? Ein nützlicher Trick. Lehne dich für einen Temposchub nach vorne. So entkommst du schnell aus brenzligen Situationen. Steinigen. Das gefällt mir schon viel besser. Bist du zufällig ein halber Hippogreif? Da ist die berühmte Brücke. Denk nur an all die Magie, die sie aufrecht hält. Sieh sie dir an. Und die Eulerei. Das nenne ich doch mal solide Baukunst. Was ist die Eulerei? Abstecher nach Hogwarts. Das ist eine tolle Führung, Everett. Das ist ja echt krass, dass man hier komplett rumfliegen kann, ne? Steig hier ab.
Achso, mit B. Und wo waren sie beide? Hast du auch gesehen? Oh, hallo, Professor. Wir wollten nur noch etwas üben. Die Missachtung meiner Anweisungen hat einen erheblichen Punktabzug zur Folge. Oh. Mr. Kloppen, ich bin enttäuscht von Ihnen. Sie sind in diesem Kurs, weil Sie sich selbst und Ihrem Besen nicht den gebührenden Respekt erweisen. Aber Professor... Genug! Der Unterricht ist beendet. Und ich bin im Quidditch-Team aufgenommen, weil ich so gut fliegen kann. Sollten zukünftig an Ihrem Urteilsvermögen arbeiten. Kopf hoch. Das war recht gut geflogen. Ah, das ist gesagt. Ja, wir sind auch in allem der Beste, ne? Im Fliegen, im Zaubern. Die Sache mit Kogawa tut mir leid, aber du musst zugeben, dass sich die Aussicht gelohnt hat. Ich bereue nichts. Dieser Umweg war es wert, ein paar Hauspunkte zu verlieren. Du machst dich ganz gut auf dem Besen. Mit einem schicken Modell könntest du sicher Runden um Imelda fliegen. Sie ist Kogawas Liebling. Mit einem eigenen Besen könnte ich ihr einiges zeigen. Leider muss ich den Schulbesen nach dem Unterricht zurückbringen. Vielleicht sollte ich einen Besen kaufen. Ja, wenn du das kannst, würde ich auch gern. Ich empfehle einen Besuch bei Albie Weeks von Spinwitches in Hogsmeade. Er testet ständig neue Modelle. Ich werde am Himmel nach dir Ausschau halten. Jetzt haben wir gerade unser ganzes Geld verprasst hier. Kann man sich einen ausleihen? Was war denn jetzt mit den Zaubertränken? Wie null. Ach, guck mal, hier stehen ja die Rezepte. Hätte ich das mal vorher gewusst. Verdus-Trank. Maxima, Fokustrank. Okay. Wo waren jetzt unsere Aufträge hier? Mr. Sharps Aufgabe. Die Pulse. Beschaffe und teste einen Fokustrank. Na komm, wir trinken mal einen Fokustrank. Ich habe unser Abenteuer in dem... Wir haben ja schon wieder eine Mail. Kritik nicht vergessen. Wie ist es gelaufen? Wenn du ein paar verbotene Zauber üben willst, treffe mich vor dem Unterrichtsraum von Verteidigung gegen die besten Künste. Ich weiß, wo wir üben können. Okay, also der boostet uns. Ich meine, das steht ja auch hier, ne? Ablenkzauber. So, Maxima und Erdus. Erdus und Maxima. Da müssen wir die einfach schnell hintereinander benutzen. Bitte treffen Sie mich so bald wie möglich auf dem Flur im 7. Stockwerk. Ich kenne da den richtigen Ort für Ihre Studien. Abseits neugieriger Blicke und Ablenkungen. Jetzt sind wir voll der Steinmetz. Ja, das jetzt das quasi miteinander kombiniert, irgendwie die beiden Zaubertränke. Ja, ist doch cool. Jetzt haben wir noch einen Brief von Professor Weasley bekommen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Der Eule. Was hat er denn gesagt? Bitte treffen Sie mich so bald wie möglich auf dem Flur am 7. Stock. Ich kenne einen richtigen Ort für Ihre Studien. Abseits neugieriger Blick. Was für Studien? Da bin ich aber mal gespannt. Ja komm, wir gehen aber erstmal zu Professor Schnapes. Professor Sharp. Aber der ist voll ein bisschen so Snape-Style, ne? Der ist Zaubertranklehrer zu längeren Haaren, ähnlichen Namen. Das reicht ja schon aus, ne? Um in einen Topf geschmissen zu werden. Der Raum der Wünsche. Was ist das denn? Professor Weasley. Trifft sich mit Sebastian. Scheiße, wir haben total viele neue geile Aufträge. Wo müssen wir hin? Haupthalle. Zaubertränke. Das ist ja nur so eine Nebenaufgabe hier scheinbar. Aber neue Zauber immer gerne.
gibt ja echt viele Zauber noch. Die lernen wir natürlich alle. Konzentrieren, wenn Professor Sharp so einschüchtert. Alter Humpler. Oh. Ja. Wie kommen Sie mit Ihren Aufgaben voran? Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Gut. Natürlich. Sie sollten jetzt Depulso lernen können. Mal sehen, wie Sie sich machen. Easy. Konzentration. Bleiben Sie bei der Sache. Also dieses Minigame ist wirklich richtig einfach. Jetzt haben Sie es. Wenn Sie üben wollen, und das sollten Sie, dann nicht, indem Sie Klassenkameraden durch die Flure schleudern. Probieren Sie es doch an den verzauberten Büchern hier aus. Okay, dann müssen wir den erstmal ausrüsten. Das hier ist Depulso. Wer hat viele Arten von Objekten? Ach, das ist quasi das Gegenteil von Akio. Wählen wir den mal aus. Okay, jetzt muss ich wieder. Gut gemacht. Es freut mich, dass Sie fest entschlossen zu sein scheinen, die Zauberei zu meistern. Natürlich. Bescheidigungszauber ist das, okay. Wenn wir schon hier sind, können wir auch was machen, ne? Den haben wir ja gerade verbraucht, da können wir einen neuen machen. Ach, das dauert ja eine Zeit, da muss man mal warten, das ist ja blöd. So lange. In der Zeit kann man auch nichts anderes machen hier, ne? Was hat er gesagt? Die Pulso ist noch dabei, wie ich sehe. Nun, Wiederholung kann ein ausgezeichneter Lehrer sein. Ist ja cool, dass sie daran gedacht haben, dass sie das dann nochmal sagt. Okay, das dauert nur 15 Sekunden. Aber wir haben ja auch schon gesehen, dass man solche Tränkstationen auch bauen kann. Ich habe die Vermutung, oder ich meine das gelesen zu haben, dass man das im Raum der Wünsche bauen kann. Dann gehen wir doch mal dahin, komm. Aufträge. Was muss man hier machen? Ach, muss man sich mit dem treffen? Flugprüfung. Okay, hier müssen wir einen Besen kaufen. Erscheinungsbilder. Was sind denn Erscheinungsbilder schon wieder? Zauberanweisung für Beschwörungen. Ja komm, machen wir erstmal das hier. Es ist ja echt viel, was man hier machen kann, ne? Hä, gibt's da... Wieso gibt's denn jetzt zwei Ziele? Achso, das ist der andere hier. Ne, jetzt habe ich den... Deportieren wir uns mal hier hin. Das ist ja echt nicht ohne hier, also dieses ganze Schloss im Blick zu haben. Wir müssen jetzt aber wieder runter. Professor Weasley? Die Brille, ey. Irgendwo, wo wir unter vier Augen sprechen können. Ich hab doch schon vier Augen mit der Brille. Mit dem Schlafanzug, Leute, wie es aussieht.
Verzeihung, der Schulleiter hielt mich an und... bei Merlins Bart. Sie haben keine Zeit vergeudet. Gut gemacht. Wollen wir? Nach Ihnen, Professor. Ah, der sieht tatsächlich auch aus wie bei Harry Potter wieder. Der brennt ja auch ab in dem letzten Teil. Also im letzten Film. Ich weiß gar nicht, im Buch ist es im Buch auch so? Ja. Was ist das hier? Dies hier ist der Raum der Wünsche. Er erscheint nur, wenn man ihn auch wirklich braucht. Normalerweise stößt ein Schüler rein zufällig auf diesen Raum. Wenn überhaupt. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, wie Sie ihn finden. Indem Sie sich an dieser Wand auf Ihren Wunsch konzentrieren. Aber Sie haben den Raum schon selbst gefunden. Während ich hier bin, sollten wir also den Moment nutzen. Also, wo ist Dick? Er muss vorbeigeschlichen und vorgegangen sein. Dick, Professor? Der Hauself, mit dem ich an Ihrem ersten Tag in meiner Klasse sprach. Er könnte Ihnen doch mit dem Raum helfen, sobald Sie ihn finden. Auf keinen Fall klettere ich über diesen Krempel. Ja, zauber doch. Damit bietet sich die perfekte Gelegenheit, Sie Ivanesco zu lehren, den Verschwindezauber. Mit Ivanesco kann man bestimmte Dinge verschwinden lassen, wie diese Stühle und andere Dinge hier im Raum. Ivanesco. Sie sollten zuerst mit dem Zauberstab üben. Danach können Sie sich die Stühle vornehmen. Alles klar, machen wir. Das hört sich an wie so ein Kaffee-Brand, Ivanesco. Wunderbar. Nun zaubern Sie bitte Ivanesco auf diese Stühle. Okay. Jetzt habe ich schon wieder nicht mehr genug Slots hier, ne? Dann bräuchte man echt noch das nächste. Ausgezeichnet. Wupp. Wie Sie sehen, verfügen Sie nun über Mondstein. Dessen Verwendung besprechen wir später. Nun weiter. Was für Mondstein? Habe ich doch ultra viel Mondstein. Wo in Merlins Namen steckt dieser Elf? Ah, ich warte hier schon seit Ewigkeiten auf dich. Vielleicht hat man dir einen längeren Aufsatz zugewiesen, als du erwartest. Sag mir Bescheid, wenn du wieder mit mir treffen willst. Ergebnis Tee. Dabei war sie die ganze Zeit hier. Ich sehe sie mir nur kurz an. Warum schauen Sie sich nicht ein bisschen um, bis wir Dick finden? Ja, Professor. Gerne. Meine Güte, können Sie nicht leiser sein? Einige von uns wollen sich ausruhen. Entschuldigung. Hier muss man bestimmt mit Akio. Akio. So, ich dachte, das wäre eine Truhe. Kann man jetzt da hochklettern eventuell? Ui. Hoffentlich ist das stabiler, als es aussieht. Komm, ich geh nochmal gucken hier. Ja, hier scheint man auch hochgehen zu können. Ja, da kann man jetzt hoch. Nicht identifizierter Gegenstand. Okay. Ach, hier geht's zurück, ne? Sieht doch alles gleich aus wie da. Oh Mann.
Ja, der schneidet sich doch von selbst, ne? Ja. Puff. Ach cool, hier ist auch eine Toilette. Oh, ist aber schön. Schön. Wie soll sich jemand, der kein Hauself ist, hier zurechtfinden? Wir sind ja auch so viele Stühle. Was war das? Ein Schlüssel? War das ein goldener Schnatz? Das ist ein Schnatz. Vielleicht soll ich wohl noch verstanden und das herausfinden. Bist du das, ne? Ja, es ist, kann ich nicht zaubern. Komm hier aber doch. Das ist jetzt wieder ein Rätsel, was wir hier lösen müssen. Hab ich jetzt auch rausziehen müssen? Noch einen Umhang. Ich check's irgendwie nicht, was man hier machen muss. Ja, der Schnatz ist da. Muss man vielleicht hier einfach... oder das ranziehen? Wo ist denn der Schnatz? Ist er doch. Guck mal, da hat ein kleines Quidditch-Feld. Kann ich das schweben lassen, das Teil hier? Nee, ne? Das wäre ja cool. Ja, ich meine, theoretisch wäre das ja auch groß genug, um da durchzuklettern. Aber hier gibt's... Hier gibt's keinen Weg. Also auf der Minimap sieht das so ein bisschen aus, als wenn man da durchgehen könnte. Ach, da ist eine Treppe. Da ist sogar eine Truhe noch. Damit. Okay. Nicht identifizierter. Ja, vielleicht wollte er uns einfach darauf hinweisen, der goldene Schnatz. Hier sind noch Besen. Können wir uns doch einen mitnehmen? Müssen wir keinen kaufen? Ich hoffe, dieser Hauself kann uns hier finden. Was haben wir denn hier Feines? Mysteriös. Da ist er doch. Der Hauself. Oh, Vorsicht! Oh, da sind sie ja. Warten Sie dort. Die kommt zu Ihnen. Das ist eine magische Tasche etwa. Hallo. Ah, Deek, wir haben dich gesucht. Verzeihung, Professor Weasley. Deek hat sich angeschaut, was seit Deeks letztem Besuch hinzugekommen ist. Jede Menge. Ist das die Person? Ja, allerdings. Es ist eine Ehre für Deek. Wir kennen uns seit meiner Zeit als Zweitklässlerin. Wir beide haben den Raum gefunden. Deek kennt sie schon. Wir denken, dass ihn der Raum genauso nutzen wird wie mir einst.
Dick, wärst du so freundlich? Sehr gern, Professor Weasley. Der Raum der Wünsche ist immer für die Bedürfnisse aller Suchenden ausgestattet. Ja. Er ist unauffindbar und erscheint auf keiner Karte. Die meisten finden ihn zufällig oder gar nicht. Das wissen wir schon. Ich sah, wie Schüler, die ein Fläschchen für Zaubertränke brauchten, in den Raum voller Fläschchen stolperten. Sie haben ihn in seiner Form als Raum der verborgenen Dinge betreten. Ich wünschte mir einen Ort abseits neugieriger Blicke. Genial. Das erklärt es also. Was ich brauche, ist ein Ort, an dem ich ohne Ablenkung Schulaufgaben machen kann. Nun denn, genau damit kann der Raum Ihnen dienen. Und nun konzentrieren Sie sich auf Ihren Wunsch. Schließen Sie Ihre Augen. Stellen Sie sich den Raum genauso vor, wie er sein soll. Der Raum erledigt den Rest. Oh oh. Freut er sich aber. Ja, sieht ja cool aus jetzt. Sie haben sich wirklich Platz zum Arbeiten verschafft. Ich bin gespannt, was Sie mit diesem Raum anfangen werden. Ah, der Raum der Wünsche hat Ihnen einen Schreibtisch der Beschreibungen bereitgestellt. Damit kann man unbekannte Kleidungsstücke identifizieren. Man sollte immer bedenken, was eine Kleidung für eine Wirkung hat. So ein Zufall, dass wir jetzt gerade auch solche Sachen gefunden haben. Du hast den Schreibtisch der Beschreibungen freigeschaltet. Benutze ihn, um die magischen Eigenschaften aller nicht identifizierten Ausrüstungsgegenstände zu enthüllen, die du gesammelt hast. Okay, aber bevor wir das machen, beenden wir die Folge. Also wir machen das scheinbar in dieser Folge gar nicht mehr, sondern in der nächsten. Ja Leute, dann vielen Dank fürs Zugucken, wie immer. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und dann bis zum nächsten Mal.